In der Serie Helden des Alltags stellt meinbezirk.at wichtige Berufsgruppen der Gesellschaft vor und holt leicht vergessene Menschen vor den Vorhang. Diesmal haben wir eine Grazer Busfahrerin einen Vormittag lang bei der Arbeit begleitet. Mein Alltag ist, ganz in der Früh bringe ich meinen Buben in die Kinderkrippe und dann gehe ich arbeiten. Das heißt, ich stelle mein Auto in die Busgarage oder dort, wo ich Dienstbeginn habe und fahre meine Runden runter, mache Pause und fahre den zweiten Teil runter. Lenkzeit darf maximal 4 Stunden 30 sein, kann aber 6 Stunden am Bus umsetzen, kann auch kürzer sein. Und Pause ist mindestens eine halbe Stunde, kann aber auch bis zu 2,5 Stunden sein. Im Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmenden ist sie bereits geübt. Ich glaube, manche vergessen einfach, dass der Bus eine längere Bremsstrecke hat und vorn außer oder dass er breiter ist. Prinzipiell sage ich, wir müssen für alle anderen mitdenken. Und man entwickelt einen sechsten Sinn und weiß oft schon vorher, was der macht, bevor der selber das weiß. Inneren Zeitdruck auf der Strecke verspürt sie nicht. Zum Thema Fahrplan sagt sie: Ja, so gut wie möglich einhalten. Am wichtigsten, an erster Stelle ist aber die Sicherheit. Wenn einfach viel los ist, kann ich nicht durchpreschen, sondern einfach meine Fahrgäste sicher von A nach B bringen. Da ist der Zeitplan zweitrangig. Wir wünschen auch weiterhin gute Fahrt.